Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Troy. Und ich muss gerade erst ein bisschen klarkommen. Es ist früh am Morgen und ich bin A, nicht so wirklich wach. Und B, wollte ich eigentlich früh los, aber C, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, während der Nacht irgend so ein Staubzeug oder so in die Nase gekriegt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall fühlt es sich gerade nicht allzu geil an. Voll tot. Ja, nee, ich also rotz halt wie der letzte Idiot gerade. Also im einen Nasenloch natürlich nur. Und ja, wie gesagt, fühlt sich nicht so prickelnd an. Das muss jetzt nicht sein länger. Als der Feind bekommt Verstärkung. Deswegen stehe ich ja hier auch. Ich würde mir darüber echt keine Sorgen machen, wenn wir nicht halt auf Veteran spielen würden. Jetzt tun wir das halt. Kann ich es hier noch... Nee, kann ich jetzt hier nicht zeigen, aber... Ich habe ja die eine Schlacht nicht in Veteran gespielt, weil die mir einfach echt hart auf den Sack gegangen sind. Bei einer Schlacht, von daher... Na ja. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. So. Das funktioniert ja schon mal irgendwie so halbert. Die Harpien. Feuern wir hier rauf. Ihr könnt schon mal hier rauf feuern. Ihr feuert hier rauf. Du feuerst hier rauf. Du feuerst auch hier rauf. Die ganze Bagage hier, du verstärkst den hier, du kommst hier hin, du latscht hier hin, du kommst auch hier mit dazu. Obwohl, dann warte mal, dann latscht du hier hin, du latscht hier hin, du latscht hier hin, du latscht hier hin. Und Attacke. So. Der haut schon ab, ne? Der haut doch wahrscheinlich auch komplett ab. Such dir den nächsten Gegner. Da hinten kommen nämlich die anderen. Wir müssen die ganze Armee hier mal besiegen, bevor das noch viel schlimmer wird. So, wir jagen jetzt auch die berühmten Bogenschützen mal zum Teufel. Fliehen schon, das ist gut. Das heißt, wir können uns auf die hier konzentrieren. Die hier können den alternativen Angriffsbogen zum aktivieren. Ballert hier rauf. Die gesamte Bagage ballert hier rauf. Die gesamte Bagage ballert hier rauf. Die gesamte Bagage ballert immer noch hier rauf. Nur gucken, wie sich die hier schlagen, wenn sie nur ein Speer haben und ihre Schilde weggeschnallt haben. Läuft doch eigentlich ganz gut. Wir jagen die nämlich hier jetzt alle instant zum Teufel. Gut, die haben wir jetzt wirklich weggejagt. Das heißt, Position beziehen mal bitte. Können wir noch alle wegjagen? Wie hier einfach ein Gemetzel stattfindet. So. Wollen wir die erstmal wegfletzen? Thank you.
schon mal hier hin. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Das geht jetzt fix. Dass der Amilos kam, war jetzt ja echt ein bisschen schnell. Mit Hector noch nicht mal die Arrestie. Ah, trefft ihr überhaupt was oder trefft ihr da die eigenen? Ja, bei mir leisten die Harpien bei weitem nicht so einen guten Job, ne? Das ist interessant. Außer an den eigenen Einheiten höchstens. Beim Gegner metzen die hier so 10.000 immer nieder und bei mir so gar nicht. Interessant. Interessant. Hades hat den feindlichen Helden zu sich geholt. Super, Hector. Weiter im Text. So, wie schaut denn das Schlachtfeld hier aus? So, warte mal, werden die Leichen hier dann wegge... Hey! Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das so eingestellt habe, dass das nicht passiert. Naja, egal. In meiner automatischen Berechnung war das eine 50-50-Chance und das hier zählt jetzt als knapper Sieg. Ich habe in 5 Minuten die Armee ausgemetzelt. Und selber dabei nur 122 verloren gegen eine Übermacht. Gut, ich hatte berühmte Schwertkämpfer durch die Bank und die hatten nur, ich glaube, einen oder zwei oder sowas. Ja, einen. Aber berühmte Bogen. Ja, wir hatten jetzt auch nicht die schlechteste aller Armeen, aber. My experience grows. Das Spiel hat eine sehr interessante Auffassung von knappen Siegen. So, Optionen erstmal hier, wir spielen noch Veteran. Dann Grafik erweitert. Leichen, gefallene verbergen, 1 Minute. Niemals. Die soll schön da bleiben. Ich kriege hier keine Pause. So, die haben auch einen Job, die Leichen, ne? Sie haben einen Job, nämlich da bleiben. So, Rekrutierungskapazität, ja, Rang, ja, ja, ja. Uff, brauchen wir jetzt nicht. Fan des Schicksals, Nahkampfangriff, Waffenschaden, Nahkampfangriff. Die Ausdauer ist halt super, aber hier hat er noch, warte mal, irgendwann hier Kampfveteran. Passivregeneration. Wir werden hier noch unerschütterlich, unsterblich und heilt halt 500 pro Sekunde. Obwohl das hier ist auch gar nicht mal so schlecht. Also sie werden dadurch halt wesentlich besser, wirkt sich auf Verbündete in Reichweite aus. Aber die heraktische Entschlossenheit ist halt mega geil. Ich meine, er kriegt er halt einfach mal unerschütterlich und unsterblich und wird dann auch noch geheilt. Also. Deswegen, das hier wäre auch ziemlich geil, aber. Können wir. Das kann man halt richtig gut miteinander kombinieren, eigentlich. Plus 5 Rüstung, plus nochmal plus 5 Rüstung, plus 8 Rüstung. Kampfgeschwindigkeit, das wollen wir.
Also dann haben wir eigentlich passive Regeneration, dann haben wir so viel Regeneration, dass der Typ quasi sowieso unsterblich ist. So kann halt, ja, mit gutem Beispiel voran. Wäre so seine einzige Unterstützerfähigkeit. Ja, das geht jetzt potenziell besser, aber egal. Show your courage! Die haben wir doch schon gerade zusammengefaltet. Naja, Hades ist ja auch nicht wirklich ein Mensch. So. Bezogen auf den Text hier gerade. Die Verstärkung ist diesmal schon hier drin. Ja. Wieder engstellen, das ist wieder ätzend. Gehen wir einfach hier rüber. Dadurch kämen wir zwar auch, ist aber auch doof. Auf die Engstelle habe ich einfach keinen Bock. Das heißt, die Hauptarmee geht hier rüber und geht da dann durch. Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Jetzt schon. Ja, die haben halt die Schilder und so weiter. Von daher juckt die das nicht wirklich. Obwohl, ein bisschen juckt die das schon. Ich find's aber gut, dass sie freiwillig rauskommen. Was, wohin gehen die denn jetzt? Ich hab doch gesagt, die sollen hier hin. Jesus Christus. Muss echt auf die aufpassen. So, einmal die hier. Der Sieg ist zum Greifen nah. Weiter vorrücken. Engstelle, ekelhaft. Wird angegriffen. Ja, das ist gut so. Mach die mal weg, dann sind die schon mal weg. So, die machen wir auch mal weg. Ich find's cool, dass sie auch miteinander reden. Wie der eine auch schon gesagt, ach, halt einfach die Fresse bei der letzten Schlacht. Oh, guck mal, hi. Sag mal.
stehen da so schön. Los, Hector! Die kommen da nicht mehr raus. Wieso kriegt der eigentlich immer so schnell Arrestie und ich so gar nicht? Sein Antimachus, ja, okay. Rums. Sich wirklich hervorragend selber in den Todeskessel managt. Finde ich persönlich ja gut. Jetzt kann er schon wieder abhauen hier, was? Also Hector macht echt wenige Kills, aber auch nur, weil ich ihn die ganze Zeit gegen die Helden schicke. So, Helden mögen Geschossangriff halt gar nicht. Hades hat den feindlichen Helden zu sich geholt. So, dann heilen wir die jetzt einfach mal, die da sind. Weil wir es können. Oh, guck mal, du hast noch eine Arrestie. Dann heilst du dich selber jetzt auch nochmal, solange die Schlacht halt eben dauert. Schaden kannst du jetzt nicht. Dim, 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 dim. So. So, die Schlacht hat jetzt irgendwie ein bisschen länger gedauert. Du musst ja noch zum Gegner hinlaufen. So, oh, ordentlich viel Nahrung. Ein bisschen Bronze, na immerhin. Ein bisschen Gold, na immerhin. Plündern und ausrauben. Ja. Wir müssen uns wieder aufbauen und reparieren. Das kostet viel, weil die jetzt nicht automatisch repariert werden. Das müssen wir gucken. Optionen. Kampagne, Gefecht. Gibt es hier irgendwo. Oberfläche und Berater. Nein. Der Wachmodus ist in diesem Spiel echt scheiße. Weil wir irgendwie gar nicht mehr gescheit kämpfen. Also den muss man irgendwie dann wieder manuell aktivieren, wenn es Sinn macht. So, dann wird der Helden nochmal besser. Rüstung des Helden, Geschosswiderstand des Helden. Okay, das ist nur für den Helden, aber kriegen wir nochmal Nahkampfabwehr. Mhm. Unterhaltkosten. Ja. Das ist halt gerade wichtig, weil hier oben. So, Pythane. Das können wir abreißen. Holz pro Runde, ja. Ist jetzt halt schon auf Stufe 2 und wir machen 68 dadurch, von daher. Kühme. Alazoden. Mal gucken, wo sind jetzt Kühme?
Lalalalalala, Lykien, Melodie. Ich hab die doch. Ah, hier. Hector may as well speak up. Die mögen uns nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Ja. Erklären wir denen halt auch gleich den Krieg, ne? Paris klopft sich hier unten wieder wilde. Wir müssen eigentlich noch hier nach oben irgendwann mal wieder. We can take them. Und dann haben wir noch unser Problemkind. Nämlich die hier, die ich halt einfach nicht wegkriege. Und die sind halt einfach zu krass. Das hilft regenerieren jetzt auch nicht viel. Dann muss ich jetzt irgendwie wieder in Marsch und... einmal zurück, tatsächlich. Weil da kriegen wir einfach nur aufs Fressbrett. Ja, da überlege ich mir, ob es nicht... ja, hier macht es sogar wirklich Sinn, Schwertkämpfer rauszuhauen. Nach Möglichkeit. Und ja, hier brauche ich halt noch so ein paar Truppen. Oder ich fange halt an, hier mit Hector dann zu unterstützen. Wird auch irgendwo angezeigt, wie viele Siedlungen die haben. Ja. Dürfen es nicht so. Ich glaube, die haben wirklich nur eine Siedlung. Ja, dann hole ich mir die dann einfach auch schnell, oder? So. Dann. Jetzt kommt Ithaka noch vorbei. Jetzt wird's aber witzig. Ja, ist gut. Ui, die wollen aber wirklich hart Frieden, ne? Ja, nur doof, ich nicht. Kusch! Brav! Alkinos, Kyme. Ui, guck mal, der will von mir Geld. Nein. Überhaupt nicht. Das trojanische Heer versammelt sich. Offensichtlich werden die Danaer jederzeit einen Krieg beginnen, selbst wenn Danaische. Ja, wenn sie von mir nur noch vorfinden. Keine Unterstützung. Klar, Hector, wir sichern denen keine Unterstützung zu. Tut es ihnen gleich später. Dankbarkeit. Fraktion Gesandter. Cool. Feldzügler. Was? Sichtweite ist... toll, jetzt gibt's nur Sichtweite statt Kampagnenreichweite. Toll. Ja, wir können scheitern. Ja. Prinz Hector. Naja, das Problem ist ja... Pelasga sind in dem Fall die Trojaner. Und ich wollte noch gegen Metyr... führe ich ja gerade noch Krieg. Gegen die dann wahrscheinlich auch am besten und mit denen vielleicht. I doubt things will end well with Troy. Aber die haben ja noch ihre Verbündeten hier, defensive Verbündete Paris. Gut, die werden auf meiner Seite sein, naja, egal. So, aber bis dahin, ciao, ciao und macht's gut, denn ich muss jetzt mal Schluss machen. Von daher, ich heirate und wir überlegen uns dann in der nächsten Runde und Folge, was wir so alles anstellen. Ich find's gut, dass mittlerweile die KI ihre Armeen verkleinert. Scheiße, er hat Streitwagen. Igitt. Naja. Ciao, ciao. Ich heirate.